Vor 2, 3 Jahren kam Stefan zu mir. Er war in Südamerika gewesen und hat dort an mehreren Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen. Und als er wieder zurück hier in Deutschland war, hat er dann psychische Probleme bekommen. Der hat sich stark gehemmt gefühlt und war richtig down. Und das war ziemlich krass für ihn. Und so ist er zu mir gekommen. Und was wir dann herausgefunden haben, das war unglaublich. Ich habe Stefans Geschichte aufgeschrieben und die würde ich dir jetzt gerne erzählen. Also er war vor einiger Zeit eben in Südamerika, hat dort an mehreren Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen. Und er war bei einer Schamanin dort und die hat wohl alles richtig und gut gemacht. Der wurde dort gut versorgt, wurde gut angeleitet, gut betreut. Das war super. Er hat auch super geniale Einsichten gehabt in seine spirituelle Dimensionen und das war auch sehr heilsam für ihn und hat ihn geöffnet und das war einfach, also Ayahuasca war super. Als er dann aber zurück nach Deutschland kam, war das dann so, dass eben die Probleme angefangen haben. Er meinte dann, sein drittes Auge war zu. So als hätte er alle seine spirituellen Fähigkeiten plötzlich verloren. Und in seinem Herz hat er eine schwere Last gefühlt, also im spirituellen Herzen, so eine Art Blockade, die ihn einfach so stark hemmte, dass er irgendwie fast nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat. Der hat dann vieles ausprobiert, hat probiert, erstmal sich selbst zu helfen mit diversen Reinigungsritualen, die er auch dort in Südamerika gelernt hatte, aber auch von woanders noch her. Und das hat dann auch kurzzeitig geholfen. Das Ganze hat sich kurzzeitig gebessert. Es wurde aber dann noch ärger. Das heißt, irgendwie wurde dann nochmal was aktiviert. Es wurde erst besser, dann wurde noch was aktiviert und dann, da wurde es immer ärger. Er hat mich dann gefunden. Er hat mir seine Geschichte erzählt. Und er kam aber nicht wegen dem zu mir, sondern eigentlich, weil er nach einer Ausbildung gesucht hat. Und da hat er bei mir eine Ausbildung, schamanische Ausbildung angefangen, um in die schamanische Heilarbeit auch einsteigen zu können. Weil, was er auch gemerkt hat, dann Ayahuasca-Zeremonien mitmachen bedeutet nicht, dass man schamanische Geistheilung lernt. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Das war ihm dann auch klar und dann hat er nach einer schamanischen Ausbildung gesucht. In unserer Zusammenarbeit, weil wir auch so 1-zu-1-Settings dann hatten in dieser Ausbildung, fand ich dann die Ursache für seine Probleme raus. Und ich mache es ganz kurz, aber das war ziemlich krass, also das war für mich auch neu. In aller Kürze, ein konkurrierender Schamane arbeitete schwarzmagisch, um Teilnehmenden zu schaden, die bei der Schamanin das Ritual mitmachten. Also ein Konkurrent von der Schamanin, wo er die Zeremonien gemacht hat. Der wollte dafür sorgen, dass ihr Geschäft sozusagen mies läuft. Also die Idee war, dass die Teilnehmer dann wütend auf die Schamanin sein werden und damit das ihr Geschäft ruiniert. Und dann würde er mehr Kundschaft bekommen. Also magischer Rufmord sozusagen. Krass, oder? Wenn man solche Fähigkeiten hat, warum nutzt man die nicht geschickter? Naja, da sieht man halt, schamanisch arbeiten ist nicht immer Heilarbeit. Was ich dann fand, waren zwei, ich nenne das jetzt schwarzmagische Einflüsse in Stefans Energiesystem und in seinem dritten Auge und in seinem Herzchakra-Bereich, also im Herzbereich. Nachdem wir die entfernt hatten, dann fühlte er sich sofort erleichtert und dadurch kam er auch in den nächsten Tagen dann, bekam er wieder Zugriff auf seine schamanischen Fähigkeiten und er war wieder offen sozusagen, hat sich wieder frei gefühlt. Und wieder leicht gefühlt und war unendlich dankbar. Krass, oder? ja, gut, sowas wird halt auch gemacht. Da sieht man eben, dass schamanisch Arbeiten nicht immer was mit Heilung zu tun hat. Bei mir schon. Ich bin eben spezialisiert auf diesen Geistheilungsbereich, ne? Dass man Harmonie sucht und nicht so einen Blödsinn da macht. Ich habe dann Stefan richtig gut ausgebildet, in 2 Jahren bei mir vor Ort hier. Und der ist so richtig an sein schamanisches Potenzial herangekommen. Und das wäre gerade bei so jemandem so schade gewesen, wenn so jemand talentiert ist, seine Berufung nicht leben kann, nur weil irgendjemand da sein Geschäft mit miesen Mitteln da aufzudonnern versucht. Ne? Eigentlich stand er in der Schuss, also es ging gar nicht um ihn oder gegen ihn, sondern die haben da miteinander was am Laufen gehabt. Und das wäre sehr, sehr schade gewesen. Also das Problem war nicht Ayahuasca, sondern man sollte sich genau überlegen, bei wem man so eine Zeremonie mitmacht. Wobei die Schamanin, bei der er war,
die hat ja alles richtig gemacht. Ne? Das konnte er ja gar nicht wissen. Aber so blöd kann es halt laufen, ne? wenn man halt in solchen Kulturen da ist, wo so gearbeitet wird. Also wenn deine Intuition sagt, dass eine schamanische Ausbildung bei mir das Richtige für dich ist, melde dich sehr gern für eine kostenlose Beratung bei mir. Ich mache nicht mehr die zweijährige Ausbildung bei mir vor Ort, sondern ich habe ein anderes Ausbildungssystem. Das heißt, so wie der Stefan ausgebildet wurde, mache ich das nicht mehr. Ich habe das optimiert. Man kann immer noch bei mir vor Ort Ausbildung machen, aber ich habe meine ganze Ausbildungslehrstruktur auch so optimiert, dass ich in einem schamanischen Heimtraining das beibringen kann. Das heißt, dass du von zu Hause aus das lernen kannst und ich betreue dich. Das klappt tatsächlich.